Heute gibt's mal wieder ein NBA-Video bei uns. Servus. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Ja, herzlich willkommen NBA am Montagabend in der Nacht zum Dienstag mit 5 Spielen. Die Pacers gegen die Warriors, die Hornets gegen die Knicks, Celtics, Nets, Grizzlies, Nuggets und Clippers gegen Hawks. Die Atlanta Hawks. Ich verdecke die. Ja, was erwartet uns in dieser neuen Nacht in der NBA? Ja, schauen wir mal an, ob es ein paar Überraschungen gibt oder auch nicht. Also wir starten hier gleich mal mit den Pacers, die daheim die Golden State Warriors empfangen. Und oh mein Gott, wie gemein ist das Leben der Pacers eigentlich. Da spielen die eine Bombensaison, sind in den Top 3, Top 4, Top 5 Mannschaften definitiv dabei und sind das Team, auf das, glaube ich, keiner der anderen Favoriten im Osten in der ersten Runde aufeinandertreffen möchte in den Playoffs. Und seit einer Woche Victor Oladipo mit einer Kreuzbandverletzung out for the season. Und das ist besonders schade, denn er hat wirklich gut performt. Gleiche Entwicklung eigentlich genommen, wie man erwarten hätte können. Mehr und mehr zum Franchise-Player gereift als wie im Jahr davor. Jetzt müssen sie ohne ihn auskommen. Weiterhin eine tolle, hasselnde Mannschaft, aber ich sehe da nicht mehr möglich, dass die bei den Top 4 bleiben werden. Also die Celtics werden bald dran vorbeigehen und gegen die Golden State Warriors gibt es nichts zu holen. Mhm. Die haben 10 Spiele in Folge gewonnen. Indiana kürzlich in Memphis verloren. Das muss man auch erstmal schaffen, denn die waren ja wirklich auf einem Downswing, Downfall, wie man es auch nennen möchte. Und jetzt hier die Warriors haben eigentlich eine ganz gute Quote. Draymond Green fällt aus, aber zu viel Firepower. Wüsste nicht, wie wacker kämpfende Pacers das schaffen sollte. Ja, und wir sehen hier die Quote, die liegt bei 1,95 bei der Linie von minus 7,5 Punkten. Heißt, die Warriors müssen mit 8 Punkten Vorsprung gewinnen. Schaffen sie das? Dann würde man eine 1,95er-Quote bekommen. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Quote dafür, dass die Pacers sehr dezimiert sind. Und das kann man schon mal anspielen. Auch wenn es nicht aufgeht, tut man sich da nichts Böses. Würde ich jetzt mal so stehen lassen. Für Leute, die gerne kombinieren, ich bin zurzeit so auf einem Kombinationstrip, würde ich fast eher die Hälfte nehmen, so minus 4,5 oder so, für eine 1,5er-Quote, mit einer anderen 1,5er-Quote, weil ich mir auch relativ sicher bin, anspielen und dann schauen, was passiert. Aber auch die minus 8 ist okay. Von dem Over-Under bei diesem Spiel, was nirgendwo dasteht, oder? würde ich die Finger weglegen oder lassen. Denn ganz, ganz schwer zu sagen, ob da viele Punkte fallen jetzt, wo einfach Oladipo fehlt. Und die Pacers können das gegen schwächere Teams definitiv kompensieren, aber nicht gegen die guten. Und schwer zu sagen. Aber die Golden State Warriors, sind die so stark wie in der vergangenen Saison? Die Ergebnisse sind jetzt ja nicht so berauschend, wie man das schon gekannt hat von ihnen. 10 Siege in Folge. Was ganz interessant ist, seitdem Steph Curry wieder dabei ist, sind sie eigentlich wieder back on track. Ich glaube, dass die weiterhin nicht so die größte Motivation haben in der Regular Season und dass die erst in den Playoffs ihr wahres Gesicht zeigen werden, wenn sie dann den Schalter umlegen können. Das ist die Hoffnung für den neutralen NBA-Fan, dass das vielleicht nicht funktioniert. Aber seit 2 oder 3 Spieltagen ist Marcus Cousins mit dabei. Und der, trotz Achillessehnenriss in der letzten Saison, hat schon wieder echt tolle Minuten aufs Feld gelegt. Foul Trouble, okay, aber einfach ein wahnsinnig starker Big Man, der, wenn der in dieses Konzept passt, die unmenschlich gut werden lässt. Ja, ich denke, die Quote ist fair und die Linie ist gut, wenn man auf die Warriors geht. Bei den Hornets gegen die Knicks werfen wir auch einen Blick auf die Quoten zunächst. Klare Sache hier für die Hornets, weil auch die Knicks back-to-back sind. Die haben gestern Nacht gespielt, beziehungsweise heute Nacht erst. Zu Hause, aber gegen Miami, jetzt müssen sie nach Charlotte. Ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum die so krasse Außenseiter sind, aber bestimmt auch einer davon. Was spricht noch für Charlotte hier? Für Charlotte spricht diese Saison sehr viel, also gerade in dem Spiel. In der letzten Saison wäre ich da noch skeptisch gewesen, weil sie jetzt einfach im Mix drin sind, um die Playoff
Ränge und da sind sie sogar mehr oder weniger locked in der Zeit. Kemba Walker würde ich es mega gönnen, unglaublich guter Spieler, der, wenn er in einem größeren Markt spielen würde oder bei einem erfolgreicheren Team, definitiv mehr Credit bekommen könnte, würde. Bin auch gespannt, ob er in Charlotte bleibt, ist ja ein Hometown Hero. Also das heißt, die sind zu fokussiert, um dieses Spiel zu verlieren aus meiner Sicht. Bei New York fallen auch Nikitila und Mouye aus, also die beiden Point Guards. Dafür spielen Trey Burke mehr und Alonzo Trier. Die geben mehr Instant Scoring, deshalb glaube ich, dass plus 12 für die Knicks relativ interessant ist. Also ich würde auf gar keinen Fall minus 12 Hornets spielen. Auch vielleicht sich über zu überlegen, kombinieren wir das auch mit minus 4,5 mit den Warriors und schauen, was passiert. Aber Knicks mit dem Handicap fände ich tatsächlich attraktiver, denn dieses Team ist, man mag das kaum glauben, irgendwie auf einem ganz guten Weg. Geilen Coach und ein junges Team, Identität haben sie. Hustlen viel, gefallen mir viel, viel besser als die Jahre davor. Aber in Charlotte gibt es derzeit nichts zu holen. Ja, was hier vielleicht deine These der Knicks untermauert, dass sie in den letzten Spielen auch nicht unbedingt aus der Halle geschossen wurden. Gegen Brooklyn haben sie zu Hause hier mit 10 Punkten Unterschied verloren. Und in Brooklyn meine ich. Ist er daheim. Ja, mehr oder weniger in New York halt. Ja. Gegen Houston nur mit 4 Punkten Unterschied verloren. Gut, gegen Oklahoma schon höher. Aber die spielen in einer anderen Liga als die Hornets und eine knappe Niederlage in Washington. Allerdings sind die Hornets zu Hause durchaus in Trefferlaune, haben die Suns mit 20 Punkten Vorsprung rausgeschossen und auch Sacramento. Das sind aber auch schwache Teams, aber auch gegen Orlando mit 25 Punkten und Brooklyn mit 13. Das würde eher dafür sprechen, dass sie gegen müde Knicks diesen Spread von 12 Punkten halten können. Ja, interessant vor allem, wie wenig Heimspiele Charlotte eigentlich erst in diesem Monat hat oder in diesem neuen Jahr. Also wie gesagt, die werden es gewinnen. Ich finde das Handicap zu hoch und von daher... Ja, auf eine Seite müssen wir uns ja... Ja, dann machen wir minus 5, genau, und hoffen, dass es eine halbwegs gute Quote gibt. Das Over-Under übrigens interessant, 221 Punkte. Wie gesagt, die Knicks... Dann machen wir hier und over 221, weil, wie gesagt, Trier und Burke nicht so viel können als Point Guard, außer scoren. Also wird das Spiel schneller machen für New York. Und weniger Defense. Ja. Und Hornets, wie du gerade richtig gesehen hast, die können Punkte machen. Und Walker ist ja bei sowas, wenn er dann länger spielen darf, wenn er einen guten Tag hat, auch mal für 40, 50 Punkte gut. Mhm. Celtics gegen Nets, auch zwei gute Mannschaften. Das könnte ein heißes Spiel werden, bei dem die Celtics hier aber etwas zu krass favorisiert sind vielleicht. Mhm. Ich glaube, die haben auch vor kurzem die Nets relativ hoch geschlagen. Aber wenn man von einem Überraschungsteam dieses Jahr sprechen darf, dann ist es für mich ganz klar Brooklyn. Die haben einen mega Turnaround geschafft im Vergleich zu den letzten zwei Jahren mit mehr oder weniger dem gleichen Team. Haben doch auch vor der Saison mal überlegt, wer wo ist. Und Brooklyn war da 13. oder 14. oder sowas in der Tabelle. Und jetzt haben die einfach den Turnaround geschafft, muss ich mich wiederholen. Und D'Angelo Russell, der mehr oder weniger das Feld bei Los Angeles geräumt hat für Lonzo Ball, spielt auch auf All-Star-Level und der Rest funktioniert einfach. Die machen auch echt Spaß zuzuschauen. Hätte ich nicht gedacht. Deshalb bin ich auch skeptisch, wenn der Spread hier auf Boston zu hoch ist, das auf Boston als value-haltig zu sehen, wir reden hier von minus 10,5, im Gegenteil, da sehe ich eher Nets plus 10,5, auch wenn es natürlich ein Heimspiel von Boston ist. Aber es rumort ja im Hintergrund, einer der absoluten Superstars der Liga, Anthony Davis, hat verlauten lassen, oder besser gesagt sein Agent, dass er zu einem Team möchte, was auf Jahre als Contender mitspielt, also als Meisterschaftsanwärter. Und so viele Destinationen, wenn die Pelicans sich noch vor der Trade-Deadline von ihm trennen möchte, und die ist am 7. Februar, danach dürfen keine Transfers mehr stattfinden und Davis' Vertrag läuft aus zum Ende der Saison, das heißt, er wird nächstes Jahr so oder so nicht mehr da spielen, gibt es nur 3-4 Teams, die New Orleans ein gutes Angebot machen können und dazu ist für mich die Celtics Favorit Nummer 1,
Aus zweierlei Sicht. Erstens, sie haben zu viele gute und junge Spieler, auch Draftpicks. Und sie müssen unbedingt verhindern, dass Davis zu irgendeinem anderen Team geht und dadurch als das nächste Super Quartett oder Quintett oder was auch immer aufläuft, weil die Celtics wollen ja eigentlich auch auf jahrelang Meister werden und dann nicht. Das können sie mit Davis schaffen. Ja, erstens, weil sie ihn selber haben und zweitens, weil er nicht gegen sie dann spielt. Mhm. Also Davis in einem wirklich guten Team, ich will nicht wissen, was dann passiert, weil bei einem schwachen Pelicans-Team ist der einfach überragend gewesen. Mhm. Und ich meine, klar, letztes Jahr mit Cousins und Playoff Rondo, wie du ihn auch immer so schön nennst, war schon nicht verkehrt. Aber ja, also keine Ahnung. Ich glaub, gut, aber dann schauen wir interessanterweise auf dieses Spiel und sind gespannt, ob die Nets hier den Celtics Paroli bieten können. Die Grizzlies und die Nuggets, auch zwei Teams, die stärker dastehen als in der vergangenen Saison. Ein sehr viel stärker sogar, der eine, die Grizzlies, die ja letzte Saison getankt haben, oder? Aha. Die jetzt tatsächlich irgendwann noch mal Tabellenerster gewesen sind. Seitdem läuft es nicht mehr, beziehungsweise haben halt einfach mal 10 der letzten 11 Spiele verloren und sind jetzt wieder ganz hinten drin. Aber dafür ist Denver weiter vorn. Und der negative Turnaround sozusagen von Memphis, das kam überraschend, auch ein bisschen verletzungsbedingt. Die haben da nicht das größte Glück. Ja, auch bei diesem Spiel fallen wieder einige aus. Es gibt Trade-Gerüchte. Sie haben jetzt nicht die attraktivsten Trade-Partner, also oder besser gesagt, keine super guten Spieler, wo sie irgendwas Gutes für bekommen könnten. Ja, Gasol ist auch alt. Conley spielt eigentlich wieder gut, nachdem er von seiner langen Verletzung wieder zurückgekommen ist. Eigentlich sogar sehr gut. Aber so richtig wird das offensichtlich nichts in Memphis. Schade. Mhm. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass Denver gewinnt. Memphis hat für seine Fans gegen Indiana gewonnen. Davor eigentlich einige Spiele verloren, die sie hätten gewinnen müssen. Jetzt kommt aber ein Team, was deutlich besser ist. Deshalb Nuggets gewinnen das Ding. -6 Punkte hier, die Line. Schaffen sie das? Ja, keine Ahnung, also ich überlege. gute Antwort. Jetzt, wenn man es wüsste, würden wir das jetzt auch nicht machen müssen. Aber ja. Ich würde dir zwei Sachen sagen. Ich würde dir definitiv ein Over 207 Punkte sagen. Denn die Grit and Grind Philosophie der Grizzlies gibt es eigentlich nicht mehr so. Die machen nur deshalb nicht so viele Punkte, weil sie extrem langsam spielen und nicht die Scorer haben, aber nicht mehr wirklich hart verteidigen. Denver -5, logisch. Ja. Passt. Und dann kombinieren wir das irgendwie mit -5 von Warriors und haben unsere Superbetten. Naja, -5 Denver ist ja nur ein bisschen unter der Line. Ah. Aber dieser Within 6 Points, das war ja letzte Saison immer so die magische Grenze. Also das können die Grizzlies vielleicht sogar schaffen, hier das innerhalb von 6 Punkten zu halten. Ja. Deswegen die psychologisch wichtige -5 für eine etwas niedrigere Quote von 1,85 oder 1,8 sollte dann eine gemähte Wiese sein. Ja. Das letzte der 5 Spiele, das wir in dieser Nacht haben, um 4.30 Uhr deutscher Zeit in Los Angeles, die Clippers gegen die Hawks. Ja, und da gibt es nur einen Gewinner und das sind die Los Angeles Clippers. Haben zwar gestern gespielt, war aber echt souverän gegen die Kings und die Kings sind deutlich stärker als die Hawks. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Fand es gestern übrigens relativ spannend, erst haben die Clippers gegen die Kings gespielt um 21.30 Uhr unserer Zeit und in der Nacht haben dann sogar die Lakers noch ein Heimspiel gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass die an einem Abend oder an einem Nachmittag quasi die Hallen umräumen, aber jetzt haben sie zum Glück spielen in der gleichen Halle im Staples Center. Mhm. Könnte ja sein, dass sie zwei Hallen haben. Wie die Islanders in New York beim Eishockey und die Rangers spielen auch in verschiedenen Hallen. Könnte sein. Ich glaube, die Clippers würden das sogar bevorzugen. Aber ich glaube, wenn das so kommen würde, dann würden die Clippers nicht mehr in Los Angeles spielen. Wie dem auch sei, Clippers gewinnen das gegen die Hawks. Und das Spread von 6 Punkten wieder? Ja, den schaffen sie. Ja gut, dann haben wir hier jetzt 5 übersichtliche Spiele. Was ist hier nochmal dein Lieblingspick, wenn du sagst, auf was würdest du selber setzen? Du hast ja eine relativ erfolgreiche NBA-Gruppe auf Facebook, NBA-Tipps.
Bei der waren in diesem Monat fast 60% deiner Tipps richtig. Und wenn man sich die Durchschnittsquote von 2,02 anschaut, dann muss man sagen, das läuft bei dir. Und so kann es natürlich auch in dieser Nacht weitergehen. Ich hoffe, wir waren da schon über 40 Einheiten. Jetzt sind es gerade wieder irgendwas anderes. Über 30 sollen wir auf jeden Fall bleiben. Meine drei Lieblingstipps von denen sind tatsächlich Grizzlies gegen die Nuggets. Over 207. Mhm. Dann definitiv Warriors mit einem niedrigeren Spread, kombiniert mit Denver mit einem niedrigeren Spread, dass man auf mindestens 2,1 kommt. Mhm. Sorry. Und die Clippers minus 6 hört sich doch absolut realistisch an. Ja, da bin ich dabei. Merci. Also, dann vielen Dank für diese Tipps und euch da draußen viel Erfolg, falls ihr da auch mitgeht, und ansonsten abonniert unseren Newsletter auf unserer Webseite xbettipps. Bis zum nächsten Mal. Radic is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.